So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla, dem DLC, die Belagerung von Paris. Wir sind im Untergrund und wollen eigentlich gerade nur noch diese eine Kiste hier haben. Habe ich nämlich übersehen. Die ist hier. Okay. Gut, das ging. Ach, die war genau hier. Da waren wir da in der letzten Folge. Okay. Tisch auch machen. Werden dann aber die Taverne gehen. Der schlaue Fuchs. Mal gucken, was wir da jetzt als nächstes machen. Das, was uns als nächstes vor die Linse kommt. Lass mal hier rauf. So. 26 Meter über uns. Sagt der König Charles Zechkern in dieser Schenke. Seltsam, sich am Vorabend eines Krieges zu betrinken. Ja, aber dann ist das. Ach, das ist hier die Zeche, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach hier rein. Komm. Da komme ich gar nicht rein, okay, dann finden wir schon einen anderen Weg. Die Nebengasse. Hier. Königs Narretei. Der fette König. Welchen König sollte ich sonst meinen? Man sagt, er würde hier schlafen. Er hat hier geschlafen, gegessen, getrunken und ist wieder gegangen. Wohin er dann ging, woher soll ich das wissen? Kein Glück bei der Königssuche? Eivor! Nein, kein Glück. Einen so großen und bekannten Mann zu finden, sollte nicht so schwer sein. Komm, lass uns trinken. Wer sind diese komischen Leute? Narren ohne Schamgefühl und Ehre. Spieler, die für den König auftreten. Einer dieser Narren könnte uns vielleicht zum Obernarren führen. König. Lass gut sein. Da könntest du auch mit Betrunkenen reden. Oder mit Gauten. Oder betrunkenen Gauten. Eivor, ich sollte dir danken. Wofür? Dass du mich bei Siegfried unterstützt hast. Er will nicht mit den Franken reden. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Ja, und du kannst es schaffen. Mit ihm oder ohne ihn. Aber ich habe versagt. Niemand wird mir verraten, wo der König ist. Was soll ich tun? Ein weiser Krieger muss mit Schwert und Wort umgehen können. Sieh zu und lerne. Oh, jetzt kommt unser Charisma. Jetzt hauen wir unser Charisma raus. Ja, warte mal. Geh erstmal nach oben, weil da ist die. Ja, die Tür ist verschlossen. Wo habe ich denn an den Schlüssel? Was ist denn hier oben? Spreche mal mit ihm zuerst. Du da. Komiker, wo ist dein König? So stumm wie die Toten. Nun denn. Okay. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. So, warte, wir gehen hier raus. Ne, wir können ja hier rein jetzt. So. Schlüssel. Oh, hier ist einer tot. Oh, Sir. Hallo, ja, applaudieren wir ruhig. Hab ich gut gemacht, ne? Ich nehme mich hier rein. Mir erstmal das Opal. Was ist das hier? Einladung zum Königlichen Theater. Strahlende Majestät. Liebster, wunderbarster Charles, möge deine Herrschaft so unermesslich sein wie deine Großzügigkeit. Wir, die Schauspieler, laden dich, unseren geliebten Gönner, zu einer neuen Aufführung auf die Bühne von Armin ein.
Amins? Weiß nicht. Wir werden ein schillerndes neues Stück mit dem Titel Das Maß eines Königs uraufführen. Für Wein und Vergnügen ist auch gesorgt. Außerdem stellen wir dir herrlich gekleidete Begleitung zur Verfügung, die nach deinen Wünschen kostümiert ist. Eine treue Schauspieltruppe Königsspieler. Sehr gut. Aha, Charles. Ich habe dein Versteck gefunden. Und deine Truhe. Okay, perfekt. Was ist das hier? Gesucht wird Rico, bekannt als der Rattenkönig, wegen Belästigung, Erpressung, Folter, Mord durch Naga. Zuletzt bei der Kloake der Stadt gesehen. Jeder Hinweis wird mit Gold belohnt, wendet euch an Hauptmann Boli. Können wir nochmal mit ihm hier reden? Er will uns auch nichts sagen können. Sei gegrüßt. Ich will deinem König mein Schwert geloben. Wo kann ich ihn finden? Als der große Bär schlief ein, schlichen die Narren hinein ins Zimmer vom großen Bär. Narren tranken darauf und sie tanzten zuhauf, nahmen den Zorn des Bären in Kauf. Okay. Das heißt, der Schlüssel ist oben. Was haben wir rausgefunden? Ich habe gefunden, was ich wollte. Charles ist in Amiens im Theater. Amiens? Gehen wir. Nein, er könnte wütend werden, wenn er jemanden von Siegfrieds Clan sieht. Ich gehe besser allein. Wie du wünschst. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Dann erstattest du mir Bericht. Wie kann sie denn reden, während sie sich gerade was da runterspült? Okay. So, das haben wir. Da ist noch eine Kiste. Warte mal, die will ich aber auch noch haben. Ach, die ist unter uns. Da hinten. Ich wünsche dir die Welt, in der das Böse ist. Sei getrost, Liebster. Gottes Licht scheint. Perfekt. So. Unser Sohn ist tot. Eltern, sollt nicht ihre Kinder begraben müssen. Was ist los mit euch? Mein Herz, wir werden uns alle in der goldenen Himmelspforte wiedersehen. Ja, das werden wir. Priester gehen in den Himmel. Wir werden uns alle an der Himmelspforte wiedersehen. So, dann machen wir eben hier den... Oh, der Hund ist... gut auf mich zu sprechen oder auf andere, keine Ahnung. Wir holen uns eben hier den Wisch. Ich müsste man mal logisch daran gehen. Lauf. Boah. Boah, ich konnte ihn gerade einsammeln. Wo ist er hin? Da. Scheiße. Nein. Lauf. Okay. Puh. Speichern. Artefakte in Paris. Okay. Das Amphitheater. Wo ist denn jetzt das Amphitheater? Da! Nein. Quatsch, Blödsinn. Wo ist das denn? Da! Okay, da haben wir natürlich einen kleinen Weg vor uns, aber kriegen wir hin. Dann würde ich sagen... Oh, schön. Okay, machen wir eine Schnellreise hier hin. Dann gehen wir erst hier hin tatsächlich. Geben das ab. Und dann machen wir da das Amphitheater. Auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe auf dem Weg dahin. Denke ich, macht am meisten Sinn. Erstmal hier
Uri, Uri-Flamme im Kopf. So, da hinten ist nämlich auch der Aussichtspunkt. Das ist eine gute Sache. Ein Artefakt ist da. Was ist das? Ich weiß nicht, was das für ein Rätsel ist. Da ist ein Raubzug, okay. Keine Ahnung, was das da ist. Hast du das auch gerade gehört? Das ist ein Tier da hinten. Irgendwas ist da. Das war ein Laut. Oh oh. Oh oh. Das hat sich groß angehört. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte in der Aufnahme, aber. Es hat sich groß und nicht nett angehört. Können wir hier noch irgendwas Neues machen? Ja, wir haben alles ausgebildet, okay. Oh! Ich hab einen Bären? Oh! Oh! Aber ich reite ja auf meinen Bären. Phönix sieht aber eigentlich immer noch cool. Sollen wir den Jagdfalken mal nehmen? Die sind noch verfügbar. Nice, keltischer Rabe. Komm, nimm mal den Jagdfalken. Ich muss leider gut, dass ich mit ihm geredet habe. Bin ich echt zufrieden mit, dass ich mit ihm geredet habe. So. Ja, einer ist leider gestorben beim letzten Mal. Okay. Brauche Verbesserung. Mal hier. So, ne, wir machen erstmal hier die wichtigen Sachen. Fernkämpfer. Jetzt Bögen. Fernkämpfer zu Schaden, Effektivität. So. Okay. So, jetzt nehmen wir erstmal keinen an. Weil. Oh, hier ist auch einiges, ne? Wir nehmen die Sachen hier mit. Dann gehen wir hier zu dem Punkt und dann sind wir an dem Amphitheater. Die Sachen, die sind da. Achso, wir sind hier wieder nicht gern gesehen, oder was? All diese Misstrauensgebiete. Hier sind keine Gegner. Mal runter. Mal gucken, wie ich jetzt hier reinkomme. Hinter den Schlüssel, den habe ich doch gerade gesehen. Da oben. So. Nummer 1. Nummer 2. Das war's, ne? Mehr haben wir hier nicht. Hier, das können wir noch looten. Das machen wir auch noch eben. So, gut. Dann als nächstes. Alles auf dem Weg. Wahrscheinlich wieder ein Artefakt.
Also, klar ist ein Artefakt, hier ist so ein Tattoo-Ding, meine ich. Geh mal hier hoch. Warum kommst du da nicht weiter, Eivor? Ma'am? Was machen Sie da? Ma'am. Erstmal so und jetzt. Ja, genau. Gut gemacht. Habe ich es eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Ach, warum musst du da jetzt? Ach, ey. Okay, ich weiß aber noch. Ah, das war doof. Jetzt haben wir es verloren. Na, noch nicht. Da steht's noch. Gesehen? Ist in die Luft geflogen. Ah, oh, das Drecksteil. Ja, ich gehe jetzt den gleichen Weg zurück. Dann müsste es mir voll entgegenkommen, ne? Ja. Jetzt den identischen Weg zurückgehe. Hey, jetzt geht's in die andere Richtung. Was ist das denn? Wo ist es hin? Oh, jetzt hat es mich voll gelinkt. Ach, ein Eivor ist sich selber verarscht jetzt. Da hinten ist es. Das muss schneller gehen. Ich hatte es doch. Dieses Drecksteil, diese Drecksteile, die haben zwei Wege, zwei Routen, die gehen. Das wusste ich auch noch nicht. Mist. Eivor, kletter doch hoch. Was ist dein Problem im Moment jetzt hier mit Klettern? Ich krieg das dann auch nicht, ne? Das sollst du gar nicht machen. Warum kletterst du da eigentlich immer hoch? Das ist so doof. Ja, komm, beeil dich. So, das war gut. Den Sprung haben wir nämlich gerade nicht gemacht. Das hat Zeit gekostet. Da musst du auch nicht rüber. Geh dahin. Da hat dieser Sprung wo sitzen. So. Okay. Eieiei. So, da wollen wir jetzt hin. Da ist unser Aussichtspunkt. Ja, tut mir leid, Schafe. Dann sind wir nämlich auch am Amphitheater. Euer Ernst? Was seid ihr denn drauf? Kann ich euch zu zweit killen? Nee, schade. Oh, hat der Schwein gehabt. Hat der Schwein gehabt. Oh wow, er kommt mit so einem an. Zueinander mal schießen. Einer Hoden-Kobold. So.
Hallo, Sir. Oh, in den Kiefer rein, ey. Holy moly. Oh, hier ist noch einer. Hallo. Kommt ihr denn alle her? Ich will nur den Aussichtspunkt. Den will ich gar nicht. So, das haben wir. Da ist ein großer Mann. Da ist ein nerviger kleiner Mann. Mumme. König ist an seinem Wuchs, seinem Gewicht, der Länge von seinem Ellbogen. Nein, eine Majestät beurteilt man nicht, indem man seine Teile misst. Werte lieber seine Worte, ob sie ehrlich sind oder verlogen. Lieber Mumme, du irrst erneut. Worte sind wie Wasser, ständig im Fluss. An seinen Taten sollst du einen Herrscher messen, nicht an seinem Wort. Guter Mann, euer König. Alles lässt du plötzlich so völlig klar erscheinen. O großer Charles, du liegst da nieder, verborgen hinterm Theater. Danke für den Tipp. Okay, gehen wir einfach hier rein. Vielleicht versteckt sich Charles hinter der Bühne. Vielleicht? Das ist ja schön. Oh, Tochter Babylons, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der die Kleinen sich nimmt. Ja, Dämon, was? Was tut er mit den Kleinen? Er schmettert sie gegen die Steine. Nein, 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 nein! Ach, es ist nur die Heiden von Lucifer in die Irre geführt, aber dennoch sterblich. Charles, ich habe zwei Stimmen vernommen. Wer ist noch hier? Niemand außer mir und diesem schwachen, fleischlichen Geschöpf. Verzeih mir. Mit etwas zu reden, das es nicht gibt, öffnet Tür und Tor für Dinge, die wahrhaftig echt sind. So viel weiß ich. Sei unbesorgt. Mein Dämon ist wahrhaftig. Wie auch mein Gott. Töte mich. Mach mich zum Märtyrerkönig. Ich sollte dich auf der Stelle erschlagen für deine Possen mit mir und der Königin. Das verhilft dir nicht zu dem, was du willst. Frieden und freie Hand in Englerland, richtig? Nur du kannst dein Volk vor Siegfrieds Zorn bewahren. Wenn die Welt so simpel wäre, wüchse Brot an Bäumen. Odo ist ein großer Mann, mit noch größerem Ehrgeiz. Alle meine Edelleute wollen etwas von mir, ebenso wie der Papst und die Griechen, die Slawen, die Sachsen, die Sarazenen. Und ihr, ihr Nordleute, ihr wollt Land, Geiseln, Tribute, manchmal ist die beste Tat,
gar nichts zu tun. Du willst, dass deine Feinde sich gegenseitig abschlachten? Sollen meine Gegner doch Gottes grüne Erde rot tünchen mit dem Blut der Ungläubigen, während der fromme Charles für Frieden betet. Gibt es nichts, das du willst? Mittlerweile weißt du, dass ich mich um dieses unfruchtbare Ödland von einer Gattin nicht schere. Doch um deinen Sohn, Bernard. Mein einziger Erbe. Bring mir den Prinzen, unversehrt. Und ich ziehe dein Angebot in Betracht. Sonst schleich dich. Du willst, dass ich ihn zu einem schäbigen Theater bringe, wo du im Dunkeln Selbstgespräche führst? Oh. Nein. Präsentiere mir meinen Sohn auf dem Schlachtfeld, vor meinen Männern und Vasallen. Warum? Warum warten? Meine Edlen müssen sehen, wie ich etwas von euch Nordleuten bekomme. Nun, bis dieser Tag anbricht, dort ist der Ausgang. Okay, also trauen tue ich ihm ja gar nicht, ne? Den komischen Hampelmann. Na, hier können wir natürlich noch keine Schnellreise machen, weil wir noch im Sperrgebiet sind. Lass uns mal eben das hier noch holen. Oh, hallo. Wenn wir schon mal hier sind. Komm ich denn da rum? Das haben wir. Dann müssten wir jetzt wahrscheinlich. Ist noch eine Truhe. Ach komm. Wie versteckt war die denn jetzt wieder? Da ist der Schlüssel. Hier ist Opal. Oh, da ist eine richtige Fundgrube hier. Ich heraus? Nein. Aha. Ich nicht. Gut. Eigentlich müsste ich ja hier von hier aus auch eine Schnellreise machen. Ich will nur mal gucken. Ja, da sind noch Kisten. Dann wären wir hier eigentlich fertig. Weißt du was? Lass uns die noch eben holen, hier die beiden. Und dann können wir zurück. Haben wir das hier fertig. Möge mir verzeihen, dass ich die ganzen Gotteshäuser hier schände. So, mal gucken. Die eine ist da oben, okay. Hat denn hier oben eine Kiste drauf, jetzt mal ganz ehrlich. So, und die andere ist da hinten. Okay. Theoretisch können wir auch, dann müssen wir nicht den ganzen Flur hier lang gehen. Warte mal. Ja, komm mal hier hin. Komm, hier gibt's Süßigkeiten.
Köchern. Ja, Bonbons. Komm. Na komm. Ja, nimm ruhig deine Waffe. Hallo. So. Okay, das können wir auch alles mitnehmen. Ah ne, da sind die dicken Burschen. Dann nehmen wir doch eher den kleinen hier in Kauf. Bam. Auf die 12. So, das haben wir hier alles. Das ist die Truhe, die wir brauchen. Okay. Diese kleine Mission jetzt da, hier, das machen wir jetzt nicht. Jetzt erstmal wieder zurück zu Toka. Oh ja, Look gefällig. Das Aussehen deiner Ausrüstungsgegenstände, einige Ausrüstungsgegenstände, kann sich in Abhängigkeit von ihrer Qualität verändern. Okay. Ja, ich glaube, wir haben eins gefunden. Bin ich aber noch nicht hin. Vielleicht machen wir es in der nächsten Folge, dieses... Das ist ein Tiergeräusch, wenn du auf der Karte bist. Ich kann das dir gleich mal zeigen. Das ist so wie bei diesen legendären Tieren gewesen, warte. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber... Es ist... Die Inverted... Wo war's denn jetzt? Da, ne? Hier. Hört man das? Da ist auch ein Bild dazu, das gucken wir uns aber nicht an. Sonst wissen wir ja, was es ist. Gut, hier sind jetzt noch zwei Sachen, die sind direkt bei uns. Ach so, ja, das... Vielleicht sehe ich von hier irgendwie... Wie? Zeig es mir. Ja, ich muss ja irgendwie... Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Ich habe noch keinen Plan, wie. Geht das vielleicht... Geht das hier runter? Ist... Ah! Ist das hier der Weg? Jo, tatsächlich. Okay, perfekt. Ich hoffe, ich brauche keinen weiteren Schlüssel. Da komme ich nicht weiter. Okay, hier sind Ratten. Schießt euch. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Eieiei. Ich habe gesagt, ihr sollt abhauen. Warum hauen die denn nicht ab? Mistviecher. Haut ab. Haut ab. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Nimm das hier. Beweg das. Beeil dich. Ah, nimm das auch noch. Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Ja, also das glaube ich allerdings auch. Wie nicht sicher ist, dann weiß ich auch nicht. Ah. Okay, dann ist mein hier. Truhe plündern. Okay, perfekt. Das haben wir auch gebraucht. Dicker Nebel. Nimm das. Nimm den mal. Den werfen wir jetzt da hinten rein. Wir Ratten gekillt. Mehr werden kommen. Oh. Aber vorerst reicht das. Nein, reicht nicht. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Scheiße.
Mistviecher. So. Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Okay, jetzt ist perfekt drauf. Okay, perfekt. So. Nehmen wir alles mit. Da ist die Dingens. Okay. Sehr gut. Okay, perfekt. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Das ist meine Falle. So, ist da noch irgendwas, was der... Oh, kann man schwer raten. Okay, dann gehen wir schnell. So. Oh. So, das haben wir auch. Da vorne ist eine Opfergabe gewesen. Hast du das gesehen? Oh, hallo, Sir. Hier ist eine Opfergabe. Müssen wir ihn hier opfern? Dann müssen wir zu Toka zurück. Toka wartet schon. Perfekt. Kupon und Täubling kann ich nicht mehr essen. Okay. So. Okay, super. Hier ist noch eine Kiste. Aber weißt du was? Ach, Toka ist ja hier in der Nähe. Ah, na gut. Wo ist denn diese Kiste dann? 22 Meter. Oh. Unter mir. Ach hey. Nein. Da war ich doch. Habe ich die jetzt übersehen da unten? Ach, ich hasse mein Leben. Nein, da ist ein anderer. Da ist ein Eingang. Da vorne. Warte mal. Ich weiß nicht, welchen Eingang ich nehmen muss. Ich will jetzt auch nicht die... Ach komm, wir machen bis dann anderen Mal. Beim nächsten Mal. Jetzt erstmal zu Toka, weil ich glaube, wahrscheinlich hängt das auch mit diesem einen Rätsel da zusammen, was da ist. Da habe ich jetzt keine Lust, das auch noch zu machen. Ah, weg. Hau ab, weg mit dir. Das habe ich mir da oben angeguckt, oder nicht? Warum wird er mir immer noch angezeigt, dass ich den... Nach dem Motto, hast du noch nicht gelesen? Keine Ahnung. Man sieht dir das Ale gar nicht an. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an? Er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Zum Siechen, südlich der Stadt. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft.
Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Hm. Ich kenne einen Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Eine weise Wahl. Also sind wir der Brandschatzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Tucker. Okay. So, das haben wir auch. Dann vergeben wir mal eben ganz kurz Fertigkeiten. Okay, ich glaube, wir waren hier oben. Hier wollten wir weitermachen, ne? Oder ich zumindest. Gehen wir hier lang. Zack, 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 zack. Okay. Gut, ich werde mal... Oh, das Kurzschwert ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, das Kurzschwert behalten. Na komm, behalten wir das mal. Warum nicht? So, was haben wir hier noch zu tun? Wir haben hier... Das ist eine Sache, denke ich, hier. Das würde ich in der nächsten Folge machen. Das hier. Dann würde ich eigentlich... Ja, das kann ich offline machen, hier, diese Sachen. Die nächste Hauptmission ist die Armensiedlung, genau. Wir müssen aber dann auch wieder ein paar von den Rebellenaufträgen machen. Ich denke, ich werde mich dann erstmal hier aufhalten, das alles machen. Und dann gucken wir einfach weiter, wie wir dann am besten vorangehen. Vielleicht werde ich hier auch in der Zwischenzeit hier schon mal die Sachen hier so ein bisschen looten. Hier den Hauptzug werden wir definitiv auch machen. Also wir haben ja noch zu tun. Diese normalen Schildkröten müssen wir auch noch fangen. Oh, das hört sich auch interessant an. Wer ist das? Ja? Jetzt. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls, ja, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen und ich bin auch eigentlich froh drum, weil es macht eigentlich relativ Spaß. Deswegen, je länger es geht, desto besser. Aber wir gucken mal. Also in der nächsten Folge erstmal hier der Plan. Rätsel, Rebellenauftrag. Vielleicht gehen wir hier hoch, machen das so. Pirschen uns mal hier Richtung diesem Viech an. Das könnten wir auch machen. Ja, mal gucken. Lass uns überraschen, was in der nächsten Folge passiert. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao, ciao.